Pli, jubla, karabatte. Es ist wieder Zeit. Das LOL-Tagebuch. Ich gönne mir erstmal einen Schluck Tee. Juicy. So. Akali. Am Start. Ja. Top, ich habe angegeben Top-Lane und Jungle. Beim letzten Mal Jungle hat gut gelaufen, aber was ich lief gut, ist gut gelaufen. Lief gut, habe ich ist gut gelaufen gesagt? Ich glaube schon. Lief sehr, sehr gut. Irelia ist auf jeden Fall was, was ich nicht haben möchte. Auf jeden Fall lief sehr gut. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die irgendwas auf Top-Lane... Also die haben drei potenzielle Top-Laner auf jeden Fall gerade gebannt. Finde ich ein bisschen seltsam. Illaoi ist ekelhaft, aber machbar. Darius hätte ich ekelhaft gefunden und Yasuo okay, aber kann man halt nichts machen. Worauf ich aber hinaus möchte ist, ich habe Reparatureinheiten an meinem PC vorgenommen. Was dazu führte, dass ich in Guild Wars zum Teil nur 20 FPS hatte. Und bin jetzt wieder bei soliden 50 bis 70. Finde ich nicht so schlecht. Ja. Heißt jetzt aber, ich werde trotzdem noch diese Runde LOL spielen, weil ich will noch zumindest in Silber kommen. Und ich hatte, davor war mir einfach klar, okay, One-Trick-Pony-mäßig wollte ich mich ja entwickeln, indem ich von dem One-Trick-Pony in ein Two-Trick-Pony sozusagen mich verwandle, so digitiere in ein Two-Trick-Pony. Also nur zwei Charaktere die ganze Zeit raushaue. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich weiß nicht, nein, was? Die hat mir Kayle weggepickt. Was? Please, du weißt doch gar nicht, was du machst. YOLO. YOLO, jetzt ist vorbei. Es ist zwar meine Promo, aber es ist mir egal. Also da werde ich ein bisschen tilted. Nee, also tilted bin ich nicht richtig. Also es ist gelogen. Aber es ist halt, wie, ich habe, also manchmal, also man sagt ja oft, man hat das im Gespür, aber das war wirklich so, ich habe mir so gedacht, wenn der jetzt Zed pickt, dann könnte ich, wenn ich Kayle picke, dem Midlaner anbieten, dass wir Lane swappen. Wie soll ich wissen, dass er den Lane-Swap einfach überspringt und mir meinen Charakter wegpickt? Fuck, Alter. Ich sollte anfangen, direkt meine Instant zu hovern. Direkt hovern. Auf jeden Fall, das mit dem Bildschirm hat sich immer noch nicht, also, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ich sehe den Ladebildschirm auch, also ich sehe die Fenster, nur ohne Charaktere und ohne Bilder. So, und jetzt sieht man sie Bilder. Oh mein Gott, was hast du denn für Masteries drin? Das ist ja das, also das ist ja das, ich glaube, das bricht jedem One-Trick-Pony innerlich das Herz. Ich glaube, das ist einfach so. Das Problem ist, Kayle spielt einfach mit Deathfire Touch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr E triggert den nicht. Weil das Teemo E triggert Deathfire Touch nämlich auch nicht. Oder Thunderlord. Das heißt, was spiele ich? Also vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, aber ich spiele hier, das heißt nicht Inbrunst, sondern Flavor of Battle. Also der Geschmack des Krieges auf Deutsch. Ja, es ist halt nervig. Also das ist wirklich nervig, dass der mir das wegkriegt. Das, was Ezreal dabei hat, also den Flavor of Battle, weil
Man, also früher hat man immer doppelt gestackt, weil man hat eine Ability gemacht und auf den Gegner gemacht. Dann hat man immer doppelt gestackt. Das haben sie aber geändert. Das heißt, man haut jetzt nur noch, mit jedem Schlag kriegt man nur noch ein Stack. Aber weil man am Ende so irgendwie 2,1 Attack Speed hat oder sowas, und Rage Blade, glaube ich, beinahe auf die 2,5 kommt, hat man ultra schnell die gestackt, weil man halt brrr, man haut halt in 2 Sekunden knapp 5-mal drauf. Da ist es halt ultra gut gestackt. Und ich weiß gar nicht, ob der Doppel-Attack auch als Doppeltreffer zählt von Dings. Da muss man auch ehrlich sagen, ich habe da nie drauf geachtet. Das sind so, eigentlich müsste ich das lernen mal. Also, das sind ja so die Kleinigkeiten, die du haben möchtest in einem Dings. Ich arbeite hier mit Pots. Die hat auch nie im Leben die richtigen Runen drin. 14, dann hat sie. Nee, die hat nicht die richtigen Runen drin. Die hat 0 Cooldown Reduction, das ist auch falsch. Also im Vergleich zu dem, was ich natürlich spiele. Also das ist halt einfach nicht richtig. Also meine Dinger, um das mal ganz kurz zu sagen, habe ich von den Nummer 1 Leuten in Challenger und sowas. Und da nehme ich immer, also da muss ich sagen, da ist es einfach. Also ich übernehme das, weil es meistens einen sehr guten Grund dafür gibt. Nope. Das habe ich erwartet. Also ich habe. Ich möchte gerne. Ich würde gerne mir die FPS-Anzahl, also FPS anzeigen lassen. Ach, ist egal. Ich habe jetzt nachgeguckt. Ich werde das Gift auf jeden Fall lernen, aber. NP. Ich schreibe Jungler, ist euch ja vielleicht aufgefallen, auch immer Thai. Schön das Schild unten halten. Der macht's nicht so gut. Vielleicht ist es nicht so gut direkt zu warden. Ah, da hat er das Schild wieder. An seiner Stelle würde ich jetzt traden. Ah, bist du greedy? Komm her. Ah, nein. Ja. Ich skille Q. Ich habe eine Sache gelernt. Q-Skillen ist extrem nützlich. Wenn man sich auch überlegt, dass es einfach das Gift bringt, gar nicht so viel im ersten Moment. Ich habe auch die Geschwindigkeit nicht gelernt, weil ich glaube, ich noch sicher bin, auch weil ich Flash habe. Das darf da natürlich auch nicht passieren. So, Kayle ist halt am Anfang ultra weak. Das Schöne ist, dass das Gift so lange nachwirkt. Das Schöne ist aber auch, die ist 1 gegen 1 gestorben.
Wir drängen den einfach aus der Lane. Wenn ich Ignite hätte, wäre der jetzt tot. Der wird jetzt versuchen, wieder vielleicht an Minions zu kommen. Ja. Ich müsste eigentlich im Ward sitzen. Wen haben die als, eigentlich als Jungler? K6. Ein Q ist sein Schild weg. Das ist schon mal nice. Mal gucken, auf was der geht. Hat der Armor drin? Ja, der hat extra Armor und Magic Resist. 10 Farm mehr. Das ist zumindest ein Vorteil für mich. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die... Also ich hatte meine Taste schon auf der Flash-Taste. Ich hatte meinen Finger schon auf der Flash-Taste, so. Ich weiß noch nicht, warum der nicht gesprungen ist, so. Ich hatte eher damit gerechnet, dass er versucht, ins Gebüsch zu springen. Jetzt muss ich so ein bisschen mal darauf achten. Also jetzt ist auf jeden Fall vorbei, dass er hier ungestraft reinkommt. Der ist aber mutig. Das ist nicht so schön gewesen. Ich warte noch, bis mein Pilz ab ist. Bis dahin farm ich. Ja, Mann. Sehr schön. Der hat Flash gebraucht. Ich glaube, ich gehe als erstes echt durch auf Liandris. Kaufe ich mir einen Pot? Hey. Wie? Also, ich habe keine Ahnung momentan. Ich kaufe mir aber keinen Pot. Ich gehe bei 5 Gold. Gehe ich. Die mir noch fehlen, gehe ich los. Sehr schön. Ich habe gerade ein bisschen. Ja, Internetproblem wollte ich gerade sagen. Guck nach und. Ab 200 irgendwas. Ping. Der würde auch locker, also der hat wahrscheinlich einen Ward geplaced, aber... Oh lol, was? Der hätte Ulti schon wieder ab. Nice. More luck. I say what? You mean skill? Ja, und der verliert hart. Der hat 200 Leben gerade verloren.
Das war kein Lack, das war Skill, Mann. Ich habe übrigens meine Taste, wo ich immer die Button, die Tränke habe, habe ich gerade richtig durchgebasht. Was, wie sieht eigentlich unsere Kayle aus? Okay, eigentlich, die hat sich eigentlich gefangen. Muss nur hoffen, dass er halt. Ja, schön. Machst du gut, Melfi. Der spielt mir in die Hände. Ich kann. Jetzt ist es nicht so gut, gegen den zu fighten, so. Der muss halt nur in meine Richtung pushen. Dann kriege ich den Farm. Und dann muss er mich engagen, wenn ich im Tower bin. So. Jetzt werfe ich da. Genau, schön. Geht er schön da rein. Also der Lee ist jetzt nicht der beste Lee der Welt, aber er macht halt zumindest insofern was richtig, dass er das, dass er die Early Ganks bringt. Ja, dann hat er noch die Mitge. Das ist eigentlich ganz gut. Also ich bin kein Freund von Lee auf diesem Elo so an sich. So, ich zeig, symbolisiere. Nein, please. Ach, geil. Ich habe diesen Pilz gesetzt, damit er weiß, dass wenn er mich engaged, der halt instant auf dem Pilz landet. Wenn er schnell pusht, verliere ich keinen Minion, wenn er. Sehr gut. Dann habe ich Range-Minions, das heißt, ich habe immer noch meinen Pilz. Ich lasse den mal hüpfen. Mal gucken, ob er rein YOLOt. Ich habe einen Ken-Minion gemisst. Das ist nicht so schön. Ich bin zu weit vorne. Scheiße, ich konnte keinen Coup mehr machen. Oh mein Gott. Ja, ich weiß, was ich als nächstes baue. Das ist natürlich. Mach mal das gute Rumble-Bild mal. Ich kaufe mir Sonias direkt als nächstes, weil ich dann weiß. Sehr schön. Also der Flash, ich weiß nicht, ob der so nötig war, aber ist halt schon mindestens gut gewesen. Okay, der. War nicht so ultra bad, der Jump jetzt. Ich laufe auf die Lane. Ich habe ein bisschen Angst. Also der Lee Sin ist meiner Meinung nach halt wirklich nicht so schlecht. Also ich habe ihn. Der farmt auch hart den Kha'Zix aus. Unsere Top Lane ist jetzt nicht so in der Höhe, in der ich es oft habe. Aber wer pickt auch schon Teemo in einen Malphite rein? Das ist schon verdammt dämlich. Der muss ja getrollt haben beim Picken. Keinen Schaden gemacht, obwohl die halt ankam.
muss ihn eigentlich in Ruhe pushen lassen. Der kann auch nicht anders, der muss halt pushen, weil er halt einen Sunfire hat. Verlier einen Minion. Der fängt, glaube ich, an zu realisieren. Ah, der könnte mich all in. Soll er mich mal all in? Das Problem. Oh, First Blood Gold. Okay. Ich TP doch hoch. Ich hatte kurz gedacht, auf den River Ward zu porten. Auf den River Ward supporten von Botlane. So outtrade ich ihn, aber der hat halt auch zwei Pots, ey. Also ich glaube, mit einem Corrupted Potion hätte der mehr gemacht. Von dem Flasche. Ja, da bin ich zu langsam für. Zu alt. Der war zu nah dran und ich war halt zu, also bin halt zu langsam. Ist halt einfach so. Muss man halt akzeptieren. Also wie gesagt, die Idee war da, Reaktion nicht. Der ist jetzt auf jeden Fall vorne. Ganz besonders, weil mein Itembild halt noch nicht so prickelnd ist. Ich mach das mal nicht. Im nächsten Combat ist es halt so, dass ich... nee, jetzt ist vorbei. Also jetzt tötet er mich einfach. Ich hätte, glaube ich, immer Pilze setzen müssen unter mich, damit ich... Also die könnte ich halt auf jeden Fall wegsnacken. Die sieht... Also die ist halt weich wie Butter. Die hat auch eine Sense Reaver. Also die geht halt... Die könnte mich, glaube ich, nicht so ficken. Also Malphite könnte ich nicht, aber wenn ich einen... Wenn ich meinen Sonias habe, dann müsste ich eigentlich jeden von denen klatschen können.
Oh, lol. Der Textspeed Steroid auf W, wer kennt ihn nicht? Was gibt's doch nicht? Oh mein Gott. Also das ist, das kann ich nicht verstehen. Alter, du solltest die Fresse halten, wenn du... Der spielt Kayle mit Deathfire Touch. Also bitte. Der steht übrigens 3-0-1. Der hat nur den einen Kill, weil Lee Sin den Gank der Hölle Mitte gelandet hat. Man kann da über die Wand gar nicht werfen. Das ist übrigens der Grund, warum ich eigentlich auch... Also ich hätte mit Kayle genauso Probleme, warum ich anfangen möchte, mir wirklich relativ, zumindest relative Meta-Champions rauszusuchen. Also Champions nicht so wie Kayle, die halt zwar irgendwie so hinten auch keine Quinn-Top-Lane oder sowas, die ich auf meinem Smurf sogar zu Gold gespielt habe, weil ich herausgefunden habe, dass die doch sehr, sehr stark ist, so. Sondern dann halt wirklich Champion, wo ich sage, so, wo man, die man auch mit der Lane verbindet. Ah, heute ist ein bisschen, meine Stimme ist auch ein bisschen lidiert, das ist so ganz komisch. Was hat der da? Ich habe erst gedacht, der portet. Dass der echt um alle Minions rumläuft, nur um mich zu hitten und meinen Pilz zu triggern. Wenn ich Glück habe, gewinnen wir dieses Game dadurch, dass ich nichts mache. Okay. Ich hoffe, der verbraucht sein TP nach Top Lane, wenn ich jetzt hier richtig hart reinpushe. Ja, nice. Oh lol, das hatte ich nicht gedacht. Was hat er sich jetzt zu Ende geholt? Spirit Visage, okay. Schön ist, dass so sein sein Dings nicht brockt. Ja, der hat halt aufgeholt komplett. Ich kann auch nicht wegroamen, sonst fällt auf jeden Fall der Tower. Und der ist in Teamfights auch einfach stärker als ich. Wobei ich anfangen müsste zu roamen, um meine Pilze mal vernünftig zu setzen. Ich könnte versuchen, einen TP... ein TP-Play zu machen, einen vernünftigen. Aber ich spiele halt Teemo. Also. Hat ja auf einmal so eine Tech-Speed.
Nein. Das ist, genau, das ist halt auch Schwachsinn. Also, die haben gar keine Ahnung. Warum sollte ich... Der kommt von... Der ist weg, Mitte. Also, komplett weg. Der ist tot. Hat der Ulti... Wenn der Ulti hat, dann ist der tot einfach. Ist das sinnvoll? Ne, ich mache lieber so. Cooldown Reduction brauche ich nicht, aber was ich halt brauche, ist Durchdringung. Wir können, eigentlich können wir ein bisschen drauf hoffen, weil wir haben eigentlich, also bis darauf, dass ich halt einen verkackten Troll-Champion spiele im Endeffekt, haben wir eigentlich ein sehr starkes Team. Also ich könnte versuchen, gegen Zed mich gegen... Also ich bin schon so weit im Kopf und so weit behind in meiner Vorstellung, dass ich schon auf Trades gehe. Also ich gehe davon aus, dass ich mich in Teamfights traden werde. Gegen einen anderen sinnvollen Champion der Gegner. Jetzt momentan trade ich... Also ich... Wie gesagt, ich bin kein Profi, ich bin selber Gold oder sowas. Ich weiß aber jetzt schon, also ich trade mich im Kopf gerade auch, wenn ich, sehr schön, der kann nur unten, der kann nur zugucken. Ich trade mich die ganze Zeit gegen Malphit. Der kann mich töten, okay, aber im Endeffekt tut er es nicht. Also der... Das ist genau, er tradet, also ich trade meine Anwesenheit gegen die Anwesenheit von Malphit. Wenn der jetzt unten gewesen wäre, dann hätte er mega holen können. Dann hätte er Triple Super Duper Kill holen können. Kann der aber jetzt nicht, weil er einfach nicht anwesend ist. Und übrigens, den TP, den habe ich gezogen. Der TP't einfach immer auf die Lane, wenn ich pushe. Ist halt schön. So. Ich könnte, glaube ich... Wow! Okay, Deadman's Blade. Ich denke mir gerade so, wow. Lass mir den bitte. Oh, nice, er lässt mir ihn. Was ist das für ein Jungler? Was ist das für ein Jungler? Ich hasse das mit diesem 1. Ohne Witz. Das ist irgendwelche Leute, die immer sagen so 1. Also, was ist das für ein Jungler? Weil ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich denke, das kommt irgendwie. Die heißt Stephanie oder Sabine Sargnagel oder sowas. Ich glaube, das war so ein Ding. Ich weiß nicht. Der ist tot. Doch nicht. Okay. Aber dafür holen die unten was auch nicht, oder? Der hat, glaube ich, seine Ulti auch gebraucht auf mich, oder? Sehr schön. Was machst du? Kale! Was? Wow!
Gib ihr doch ein Schild. Oder hat die das zum Hinlaufen gebracht? Wenn die nicht zufällig alle Botlane wären, dann würde ich mir die snacken. Also, dann würde ich mir den Inhib snacken. Ich leg mir jetzt schon die Rückzugsroute zurecht. Was ich mit einem Tank hier anrichten könnte. Ist egal. Ich habe, wie gesagt, ich war... Jetzt gerade den Inhib und meinen Kill gegen einen Kill. Also ich habe meinen Inhib und Kill gegen einen Kill getauscht. Und das ist halt vollkommen worth, weil alleine die Kills heben sich auf. Ich bin nicht so viel wert, meiner Meinung nach, wie die 640 Miss Fortune. Und ich habe einen Inhib bekommen. Oh, hätte ich einen vernünftigen Charakter gepickt. Zum Beispiel Shogat wäre zum Beispiel auch besser gewesen, meiner Meinung nach. Boah, ich habe erst Wow! Ja, die ist tot, würde ich sagen. So wieder. Okay. Da ist jemand aber gut dabei. Oh, TP. Ja, sieht aus. Jetzt müssen wir aufpassen. Der Melfit, der geht auf. Total dämlich, auch von mir. Das ist so dumm. Die Ulti von der war so gut. Toll. So dämlich. Ja, also die war nicht, die war gut in unserer Schlechtigkeit hinein. was bauen wir denn noch? Ich will nicht auf Outtext gehen, weil ich halt schon mehr auf Pilze und den Kuh gegangen bin. Wo ist denn? Ach, da ist es. Oh, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ah, mir fällt gerade ein, es ist eigentlich so dämlich. Ich hätte von Anfang an eigentlich Abyssal bauen sollen. Ah, das wäre so gut gewesen.
Ich überlege mir gerade ernsthaft, DC-Rods zu bauen, nur aus dem einfachen Grund, dass ich mega nervig damit werde. Mach alle Eingänge zu. Damit wir das entweder... Oh. Ja. Oder du gehst einfach alleine gegen vier in eine Selbstmordmission. Okay, dass der da so rein jolot. Wie gesagt, ich bin ein alter Mann. Ich habe kaum Reflexe. Sehr schön. Halt deffen. Oh mein Gott. Just group we do Drake and Baron and then finish slowly. Also, die haben, es ist halt total einfach, die dann tot zu siegen, das ist halt null Problemo. Also ich weiß nicht, die werden das halt nicht verstehen, aber wir machen den Drachen, weil der Vorteil ist, der ist auch gleich wieder respawned, der gibt uns mehr Dings am, mehr am Baron. Die werden uns den auch nicht nehmen. Die sind damit beschäftigt, die Base zu verteidigen. Dann gehen wir langsam zum Baron, wo wir halt schon ein paar Pilze gesetzt haben. Ich werde jetzt noch ein paar mehr setzen. Lee Sin kann uns echt das Game kosten, weil der einfach rein jolot. So, der geht jetzt auf seine KDA. Schreibt am Ende WTF mein Team irgendwas. Also das ist total dämlich. Das ist halt, für mich ist das ein richtiger Ego-Player. Der verliert auch wahrscheinlich, also man kann an der Spielweise von den Leuten meistens erkennen, wie die spielen, aber der ist am, also der geht für seine KDA und schimpft am Ende, wenn er dann verliert, weil er seine für seine Plays geht. Schimpft er am Ende wahrscheinlich, warum das Team nicht gut ist oder sowas. Wie gut er ist, weil er hat halt gute Stats, aber das bringt halt nichts. Das ist der, genau der Grund, warum man so einfach in... Also, hört sich jetzt komisch an, aber man kommt einfach in Diamant, indem man mechanisch halt nicht schlecht spielt. Man muss von diesem Spiel so grund... Also von den richtigen Mechanics kaum was wissen, wenn man mechanisch vernünftig spielt. So, und das ist halt slowly, wenn wir stehen jetzt einfach hier, nein, nicht engagen und dann, guck mal hier, wie viel Hits, der Kanonen-Minion macht das von alleine, die haben nichts zum Wave-Clearen, der Dings muss rein, der Set, um irgendwie zu Wave-Clearen. Jetzt kommt gleich der Engage. Oder doch nicht. Ja, wir gewinnen einfach.
Weil ich habe erst gedacht, jetzt kommt der Verzweiflungs-Engage. Wir nehmen zwei gegen... Also ich würde mal sagen, wir wären alle geaced worden. Hätten aber vier Stück mitgenommen im Bestfall und hätten dann trotzdem gewonnen, weil der eine nicht hätte deffen können oder so. Keine Ahnung. Also wir haben die einfach ausbluten lassen. Also das war mit Abstand einer der... Also der war schon intensiv, das Ende. Aber einer der langweiligsten Enden seit langer Zeit, würde ich sagen. Also es war halt wirklich einfach langweilig. Wir haben die einfach ausbluten lassen. Jetzt hat man den Hintergrund nochmal gesehen. Yay! Yay! Silber 5! Ja, mein Traum wird wahr! Mein Traum wird wahr! Mein Traum wird wahr! Geil! Danke, Reto! Oder hätte ich das nie geschafft? Es ist so lang. Ich war so mies in diesem Game. Es ist einfach. Also, man kann. Selbst unser Support. Unser Support hat mehr Gold als ich. Das ist, es zeigt halt einfach, wie gut ich war. Aber, ich habe mehr DPS als der gegnerische Jungler, der gegnerische Support und unser Jungler. Also so mies kann ich ja gar nicht gewesen sein. Nee, ich war einfach nicht gut. Also die haben mich hart gecarried. Das kann man jetzt mal sagen. Aber es hat... Ja, hat ja gereicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine flauschige Zeit. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.